Willkommen zurück, Leute, zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir haben im letzten Part 5-2 Zuckerfass zum Abheben geschafft und das hat... Meine Fresse, war das ein Level. Melone zum Quadrat. Sieht nach einem Secret Exit aus, oder? Also würde ich jetzt mal so im Vorfeld schon sagen. Alles klar, halten wir ein bisschen die Augen auf. Melone zum Quadrat. Was soll mir das jetzt sagen? Das könnte... Jetzt könnten schlaue Menschen könnten wahrscheinlich schon das ein oder andere schließen. Ich natürlich nicht. Kann man da rein? Das sieht mir ein bisschen nach... Ich kann da... Das kann ich vielleicht aufbrechen. Also das würde ich kontrollieren wollen, wenn es... Ja, wenn, ich wollte gerade sagen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Dann würde ich das doch gerne kontrollieren. La 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 la. Nicht? Okay. Das sollte mich vielleicht nur trollen und ich hätte es hier gebraucht. Das kann natürlich auch sein. Wow. Krasser Gegner. Irgendwie. Aha. Oh, ist das vielleicht... Nee. Ich dachte vielleicht, das wäre... Könnte ja auch ein Loren-Level sein, ne? Wäre doch eigentlich auch gar nicht so schlimm. Wäre vermutlich nicht so schlimm. Okay, das zerhackstückelt das Ding. Aber das, bringt mir ja trotzdem in gewisser Weise was. Alles mit Laufbändern, ey. Krasse Scheiße. Lass mich raten, das ganze... Nein, das hätte ich ganz gerne. Das ganze Level wird so laufbandmäßig sein und ständig ändern sich die Laufbänder. Nein, ich wollte doch nicht Cranky. Wer hat sich denn Cranky hier ausgesucht? Ich bestimmt nicht. Wobei der ist hier halt immer so krass im Vorteil bei solchen Aufgaben. Und die Teile wieder. Ja, an die erinnere ich mich auch noch sehr gut. Ganz klar. Bams, dich nehmen wir mal einmal so. Weil wir dich vielleicht hier brauchen. Keine Ahnung. Da kann ich hoch, oder? Kann ich doch mit hochfahren. Ja. Aber was bringt mir das? Muss mir doch was bringen. Ernsthaft jetzt? Warum muss ich mich da erst festhalten? Oder kann ich mich da nur festhalten, wenn ich von da oben komme? Nein! Okay, also ich schätze mal, ich kann mich da nur festhalten, wenn ich da wirklich von oben, also von diesem Ding, von dem ich gerade stand, mich runterfallen lasse. Schätzen wir mal. Aber ich würde auch ganz gerne dieses Mal Dixie nehmen. Um ehrlich zu sein, also es ist ja sowieso so eine Sache, wenn es irgendwie geht, nimmt man ja eigentlich immer Dixie und ich glaube, das machen alle so, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich schaue jetzt gar nicht mal die allermeisten Donkey Kong Let's Plays, deswegen, aber ich mach's und deswegen, ich schließe jetzt einfach mal von mir auf andere. Ich weiß, das darf man nicht, das ist das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, wenn dir jetzt einige sagen, kannst du nicht von dir auf andere nehmen. Ah, komm, geht, ne? Also, ich meine, ja, schon. Also, ich bin ein bisschen, ich bin nicht ganz der Standard-Guy, der Standard-Typ so, aber, naja, nichtsdestotrotz, ich glaube, in Sachen Spielen bin ich doch schon relativ standardmäßig. Ich finde es voll schwer. Ich finde es voll schwer, weil ich irgendwie gar nicht sehe, in welche Richtung sich die Laufbänder hier drehen. Aber ich glaube, das soll auch so sein, ne? Dass ich das nicht sehe. Nein! Nein! Nicht meine Dixie verlieren! Nicht meine Dixie verlieren! Nicht meine Dixie verlieren! Bloß nicht. Es gab kein Herz, oder? Aber vielleicht gab es nur kein Herz, weil ich volle Energie hatte. Nein. Bringt einfach mal gar nichts. Den Typi, den können wir ganz gut gebrauchen, ne? Den können wir echt gut gebrauchen. Ja. Astrein, Astrein. So. Lass mich rein, jetzt kann ich da aber rein. Immer noch nicht. Was hat das jetzt gebracht? Was hat denn das jetzt gebracht? Von hier aus kann ich rein. Ah, immerhin mal etwas. Aber ich frage mich jetzt gerade, wofür ich denn an dem Zipfel da gezogen habe.
Das kann mir das einer sagen? Ja, da sind hinten die Türen zugegangen, aber... Was ändert das konkret für mich? Hätte klappen können, aber da wurden wir zerhäckselt. Hey, was soll's? Meine Güte, Donkey Kong, da musst du auch mal drüber stehen, so ein bisschen zerhäckselt werden. Ach, hier gibt's ja, glaube ich, auch noch ein Secret Exit, um das wir uns... Ja, ich wollte wissen, ob das was bringt. Aber ich glaube, ohne Zusatz-Kong ist das beinahe nicht zu erreichen, wobei so schon. Okay, was... Geht kaputt. Bringt aber halt eigentlich auch nichts. Oh, was ein Level. Krasse Scheiße. So, erstmal ein bisschen angucken. Ich hätte gedacht, das würde vom Timing jetzt hinkommen. Aber man kennt das ja, ne? Man glaubt einfach so, ja, das Timing habe ich jetzt aber geschaut. Haha, ist ja voll einfach. Oh, krass. Der Typ ist auch ein bisschen nervig, ja. Man denkt immer so, ja, habe ich durchschaut, ist ja... Aha, da kommt aber im allerletzten Moment so ein Kram. Hm. Ja, mir wurde schon gesagt, dass es ab Welt 5 wohl so ist, dass es ziemlich viel Try and Error gibt und ja. Komm schon, komm hoch. Oh, das geht doch gar nicht, oder? Geht das? Bin ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig, ob das überhaupt machbar ist. Ziemlich viel Try and Error. Da stehen wir noch voll drauf. Ach so. Ach so. Ah. Den einen habe ich nämlich nicht gesehen. Ja. Der macht tatsächlich Sinn. Okay, das kommt mir. Ja, habe ich mir beinahe gedacht. Aber ich hatte die Hoffnung. Oh, nein. Ja, das. WTF mitnehmen. Bei den Typi da einfach abwerfen. Mal gucken, was haben wir jetzt schon alles verpasst? Ey, bestimmt schon 1000 Sachen. Ja, ich wollte gerade sagen, der haut doch jetzt. Der haut doch jetzt, Wollo, wieso springst du denn da jetzt hin? Das war doch genau vom Timing her abzusehen. Abzusehen war das. Vorausschauend im Verkehr. Schon mal was davon gehört, ey. Ja. War ich schon damals nicht gut drin. Nein, ich wollte das doch mit... Ey. Würde der Knopf mal funktionieren? Dankeschön. Jetzt habe ich wieder nicht das bekommen, was ich eigentlich wollte. Weil ich würde eigentlich ganz gerne mal Dixies Kong Pow nutzen, wenn ich ehrlich bin. 2 von 5, klar. Wir haben schon das N, oder? Bild ich mir das ein? Ja, wir haben schon das N. Krass. Okay, hier hätte ich mir ein Puzzleteil vorstellen können, tatsächlich. Ja, wobei, wir haben gerade erst eins bekommen, ne? Ich könnte mir halt hier ganz gut vorstellen, dass da was ist, aber... Naja, da ist ja nichts. Ups. Ich würde sagen, hier ruhig mal alles mitnehmen. Da ist schon das G. Aber sonst geht's euch gut, wa? Das ist jetzt dumm. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Okay, da kommt man aber hoch. Das ist kein Problem. Checkpoint-Schwein, Hallöchen. Na? Na, machst du? Ja. Auch. Oh, oh, ja, ist klar. Da ist noch... Nein, ich will es unbedingt. Krieg ich nicht. Krieg ich so? Ja. Ist immer noch nicht vorbei. Ja gut, ne? Oh, eine Dixie. Gratis. Weil man sie benötigt. Scheinbar. Jetzt kommt da was. Hab ich gesehen. Ja, ja. Ja. Da war ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Wie zur Hölle habe ich das zu machen? Oh, sag nicht, ich muss das jetzt... Er macht 3-mal. Das weiß ich ja jetzt. Gib Gas. Wunderbar. Ja, es ist machbar, wenn man es weiß, ne? Wie das eben so ist. Lass mich durch. Bisschen mehr Speed. Okay. Zack. 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 Zack.
Da muss ich halt unten drunter her, das ist die Schwierigkeit. Wie soll ich sagen? Man muss das erstmal blicken in dem Moment, ne? Dass ich da jetzt unten drunter her muss, weil du ja die ganze Zeit darauf gepolt bist. Oh, diese Bänder, ich krieg es einfach nicht mit, in welche Richtung die gehen. Shit. Kriegst du nicht mit? Ich habe auch das Secret Exit noch nicht gesehen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das wird ein Treffer, aber wie gesagt, das ist eigentlich auch scheißegal, weil es gibt ja gleich ein Dixie-Fass und dann sind alle Treffer wieder annulliert. Aber so, who cares, ne? Niemanden. Beim besten Willen, das interessiert doch keine Sau. Wäre jetzt trotzdem ganz cool, wenn man das mal schafft. Und denk dran, links und dann unten drunter her. Wobei hier unten drunter her, genau. Mittig durch. Wie auch immer, mir doch egal. Alles aufmachen, bringt gar nichts. Ja, nee, ist klar. Schießt mich wahrscheinlich hoch. Naja, okay, schießt mich nicht wirklich hoch. Oh. Was soll das denn? War das jetzt einfach nur... Troll den Jungen bis in den Tod? Kranke Scheiße. Und ich habe keine Ahnung, wo hier ein Secret Exit sein soll, Leute. Boah, das werde ich halt... Boah, ich hasse diese Laufbänder. Ich peil das nicht. Ich sehe das auch gar nicht. Also man kann es schon sehen, wenn man hinguckt, ne? Aber... Das ist halt so die Sache, während man das spielt, siehst du das nicht. Du konzentrierst dich ja auf die anderen Teile, ne, die da runterballern, die, was weiß ich, die Messer da halt, ne. Du bist ja voll drauf konzentriert, willst das gut machen im besten Fall, aber jetzt machen wir mal das hier gut, da können wir mal staunen. Was habt ihr noch nicht gesehen, wie einer das so gut macht? Ja, okay, geht so. Aber dafür das geschafft. Ah, schön. Nehmen wir auch mit, weil mittlerweile ist es ja schon so, dass wir Leben brauchen. Jetzt noch die Frage, gibt es am Ende theoretisch noch ein Puzzleteil zu holen? Könnte ich mir halt ganz gut vorstellen. Ja, jetzt hole ich das hier stattdessen. Weil ich ja in der Theorie auch, Kommt das nochmal wieder? Das wäre halt super fair, ne? Das scheint nicht so. Doch. Ist egal, aber wir haben das... Jetzt muss ich das noch mal spielen, weil ich das... Ja. Ach ja. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Aber das Allerschlimmste ist halt... Wo zur Hölle soll das Secret Exit sein? Und die Frage ist gerade, zeige ich euch das hier jetzt echt nochmal, wie wir zum Ziel laufen? Ist eigentlich ein bisschen unnötig, ne? Ist unnötig. Ja, es ist unnötig. Wir werden jetzt... Ach komm, ne, was soll's. Das nehmen wir jetzt noch mit. Ich erzähle euch noch einen Schwung aus der Jugend. Ich habe Hunger. Boah, der dicke Junge hat Hunger schon wieder. Was, soll ich immer Hunger, Wollo? Nee. Es ist Frühstückszeit, ne? Es ist 8 Uhr, hallo? Und ich habe noch kein Frühstück gehabt. Was ist da los? Ja. Ne, ich bin aufgestanden und dachte mir, komm, ne, jetzt bist du mal, jetzt bist du produktiv. Und, spielst erstmal eine Runde DK. Weil, es ist, ne? Musst du. Muss ich? Ja, mehr oder weniger musst du das, Wollo. Mehr oder weniger musst du das. Also, du musst es eigentlich nicht wirklich, aber... Wäre schon ganz schön, wenn du das machst. So. Und das habe ich jetzt. Ja, das habe ich jetzt. Jetzt werde ich mal gucken. Zwei Puzzleteile fehlen uns noch. Und halt der Secret Exit. Ich bin mal sehr gespannt, wo das sein soll. Und in welche Richtung wir jetzt schon gehen können. Denn das interessiert uns doch auch alle brennend. Das schneide ich meist weg. Das ist ein bisschen doof. Deswegen lasse ich das jetzt mal drin. Wie der Weg aufgeht. Ich sag geradeaus. Nein? Krass. Okay, dann könnte halt auch hier der Secret Exit sein. Oder hier wird es auch ein Secret Exit geben. Entschuldigt bitte. So, ich werde nochmal reingehen und wir sehen uns dann gleich. Und hier soll schon das erste Puzzleteil sein, Leute. Das ist ganz am Anfang, also komplett am Anfang. Hier ist der Start.
übrigens. Ja, ich habe gerade einen Verdacht. Ich habe gerade einen Verdacht. Ja. Okay. Das... Ich gebe zu, das wäre mir jetzt im Leben nicht aufgefallen, wenn Squawk sich nicht gemeldet hätte. Und hier soll noch ein Puzzleteil sein. Auch ganz am Anfang. Ja, wir haben alles am Anfang verpasst. Ich sehe auch gerade was da oben, oder? Die Frage, die sich mir nur gerade stellt, ist... Ja, wie komme ich da oben hin? Wir machen mal ganz kurz... Ermogeln wir uns was, weil ich möchte das ganz gerne mit... Ja, genau, genau, da müssen wir halt... Scheiße! Da müssen wir halt eigentlich drauf. Komm, du fällst eben runter und dann... Eben auf den nächsten, genau. Okay, und... Ach so, da kann ich rein. Ich dachte gerade, ich müsste noch höher. Das ist doch cool. Das ist doch ziemlich cool gemacht. Und jetzt einfach nur noch diesen Bonus. Ja, der ist ja einfach. Der ist ja einfach. Das sagt er so dahin und verkackt es grandios. Nein. Nein. Ich schaffe es. 17 Sekunden. Das sollte durchaus machbar sein, wenn ich hier nicht runterfalle. Hier bist du halt mit Dixie. Mit Dixie bist du halt mega im Vorteil. Das ist einfach so. Das macht's viel einfacher. So, Leute, um euch den Secret Exit zu zeigen, bin ich jetzt extra nochmal in das Level gegangen. Ja. Und, der ist nämlich hier vorne. Das ist auch gar nicht mal so offensichtlich. Nämlich hier oben. Ja. Finde ich relativ schwer, muss ich sagen. Also, war jetzt nicht so der einfachste. Aber, nichtsdestotrotz, auch der wurde von mir meisterlich freigelegt. Genauso wie die letzten beiden Puzzleteile. Denn die musste ich auch nochmal holen. Ja, ich bin gestorben. Ha! Krass, ne? Er ist nicht mehr bis zum Ende. Also ich habe den Secret Exit gesehen, bin dann raus aus dem Level, hab's nochmal neu gemacht und bla. Ja. Das haben wir jetzt soweit. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ja. Jetzt haben wir das hier alles offen. 5A, Honigkale, Kinaden und was war das andere? Hast du es schon angeguckt? Das andere ist der Saftladen. Ja, dann spielen wir jetzt den Saftladen. Komm. Was soll's? Den hängen wir hier noch dran, weil... Warum nicht? Wird dann halt wieder ein längerer Part. Aber bei Donkey Kong sind es ja generell längere Parts. Und ich glaube, so viel ist es auch nicht mehr, ne? Es ist noch Welt 6 und dann gibt es noch, glaube ich, ein Bonus-Level oder eine Bonus-Welt. Ich glaube, es ist sogar... Mir wurde mal eine Bonus-Welt gesagt, aber ich glaube, es ist sogar nur ein Bonus-Level. Also... Was ich so in der letzten Zeit mitbekommen habe, kommt es mir halt eher so vor, als wäre es ein Bonus-Level. Ich dachte gerade, was ist das denn? Kann man den überhaupt besiegen? Ja. Mich gerade ganz kurz gewundert, ob man den überhaupt killen kann. Wir brauchen 9 Puzzleteile. Damit haben wir doch schon eins verpasst, oder? Dann ist hier doch was. Dann ist hier doch irgendwo was. Wo habe ich es verpasst? Wo kommst du wieder? Ja, aber gut, du hilfst mir nicht, irgendwo hinzukommen. Verliere ich hier schneller meine Luft? Das war ein Puzzleteil. Olo, das ist doch ein Puzzleteil, das siehst du doch. Das siehst du doch, musst du doch sehen. Ja, mach halt eben, mach halt eben, mach halt eben. Oh, Gott, dammit. Das ist kein Puzzleteil, aber... Es war trotzdem was, aber ich... Nicht das, was ich wollte, aber ey, das macht nichts. Es macht gar nichts. Nee, 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 das kannst du auch knicken. Schade. Vor allem, weil es so aussieht, als müsste ich da oben hin, ne? Gute ist... Ach so, okay. Ich würde sagen, das Gute ist, es geht auch mit Dixie. Oh, oh. Das war auch ein bisschen dumm. Man sollte dem eigentlich nicht hinterherrennen, ne? Man sollte lieber mit ihm gehen. Das macht halt sehr viel mehr Sinn. Okay. Ja, gib mir erstmal das K. Was ist hieran das Schwierige? Weil ich kann ja jetzt hier runter. Na, aber lass dich nicht von dem verarschen, Mann. Man lässt sich hier... schnell verarschen von den Viechern. Aber die machen nicht immer Schaden. Also nicht zwingend. Ach so, okay, der ist jetzt wirklich unbesiegbar. Okay,
Das ist alles? Nee, ne? Er ist unbesiegbar. Das soll alles... Oh, komm. Ja, gegen den kann ich halt nichts machen. Das ist halt Fakt. Ah! Shit. Okay, hier gibt's aber was für. Komm, gib mir was Schönes. Und der Hai soll mich bloß in Ruhe lassen. Lass mich in Ruhe. Okay, das war... Ah. Ja, aber Hauptsache, wir haben es. Oh, hier oben könnte es halt auch ganz gut was geben. War da das O gerade? Nee. Sah nur so aus. Nee. Meister. Nein! Dammit. Ah, auch nicht schön. Alles, was wir hier machen, ist nicht schön. Hochfahren. Okay, haben wir auch. Ja, ich will jetzt einfach alles mitnehmen. Okay. Das ist ja gar nicht mal so schwer. Achso, ich wollte gerade sagen, was wollt ihr hier von mir? So schwer ist es nicht. Das einzig Dumme ist halt, man hat nur ein Popelherz gerade. Und das könnte man dann doch durchaus als Problem darstellen. Wenn man lame ist. Ja, wenn man lame ist natürlich nur. Nur wenn du lame bist. Weil ich sagen muss, 9 Puzzleteile ist eigentlich eine ziemlich offensichtliche Sache schon wieder, dass hier irgendetwas fehlt. Weil, ja gut, wir haben 2. Ja gut, das war ja jetzt... Ey, da fragst du dich manchmal wirklich, ne? Einige Sachen, die sind so wirklich... Also, geschenkt ist es noch nett ausgedrückt, weil es ist... Es schreit dich an. Aber das ist dann wahrscheinlich so für Noobs, ne? Damit die Noobs auch ein paar Puzzleteile finden und sich freuen. Ja. So wie ich früher zum Beispiel, ne? Das war einfach so. Duncan Country Returns auf der Wii. Ich war noch nicht LPer, ich habe noch keine Let's Plays oder so geguckt. Und es war einfach undenkbar, dass man das überhaupt finden kann, alles. Es war für mich nicht denkbar. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass sowas überhaupt geht. Es war dumm. Aber das sollte eigentlich nichts ausmachen. Alle Puzzleteile finden, wie denn? Das geht doch gar nicht. Das geht doch, ja, okay, ich will hier ja auch rein. Ah! Nee, dann mach mal hier zuerst. Oh, ich habe immer noch nur noch ein Herz. Ah, das habe ich nicht... Shit, das habe ich nicht bedacht. Das habe ich jetzt echt gar nicht bedacht. Das ist ja die ganze Zeit noch... Von hier? Ernsthaft? Ah, das... Na gut, das Puzzleteil habe ich ja. Und wir wissen ja, dass es hier nichts gab. Na gut. Wenn man hier keine Puzzleteile bei einsammeln muss, dann ist das ja relativ unspektakulär. Was nicht auch irgendwie ein Leben oder so? Ja. Meine ich doch. Ja, guck mal, jetzt brauchst du das nicht einsammeln. Guck mal, wie schnell du dann wieder hier bist. Das macht es auch tatsächlich Sinn, dass es nichts Besonderes dafür gibt. Mhm. Dass es keinen Checkpoint gab, ja. Wow! Das wäre... Nein! Oh Mann, jetzt habe ich ja wieder nur ein Herz. Ich mag das nicht, nur ein Herz zu haben. Ein Herz ist scheiße. Ah, dafür haben wir wieder die 99 Leben. Way, hey, ja. Bisschen Vorsicht. Ein bisschen vorsichtiger diesmal. Ja. Aber jetzt, ne? Oder jetzt? Meinst du? Glaubst du, das könnte jetzt was werden? Nein! Nicht, wenn dich der Hai... zuerst kriegt, dann nicht. Aber ich denke, das ist jetzt der Run. Das ist jetzt der Run der Runs. Da können sich auch wieder die absoluten Mega-Pros eine Scheibe abschneiden. Aber irgendwo gab es gerade nachher ein Herz, das weiß ich. Hier gibt es halt nur ein Leben, das brauchen wir nicht. Haben wir nicht nötig, aber hierfür gab es ein Herz beim letzten Mal. Oder? Ah, ich wollte gerade sagen, finde ich es überhaupt raus? Logisch. Ha, diesmal falle ich nicht drauf rein, Meister. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Verarsch mich einmal, es ist, shame on me.
Shame, shame on you und zweimal shame on me, ne? Oder irgendwie so, sagt man das nicht so? Boah, ich hasse gerade diese Stelle ein bisschen. Oh, oh krass, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Das habe ich ein wenig anders gesehen. Jetzt ist halt die Frage, brauche ich die hier auch? Boah, krasser Typ. Tauch da mal so durch im echten Leben. Da bist du aber, ne? Dann wird man dich aber ganz schön, muss man sagen, wow. Der hat's aber ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Jetzt kontrolliere ich's. Ja, es war eigentlich klar, dass es nicht geht. Eigentlich war das klar, aber. Komm, da hier halt der Checkpoint war, darf man sich sowas auch mal dann schon gönnen. Okay. Achso, ich wollte gerade sagen, wofür brauche ich das? Ja, und ich treffe mich selber. Es ist klar. Fällt hier auch mal irgendwann ein Puzzleteil oder so? Na, das wäre doch so eine Sache. Das wäre doch. Da kann man ins Wasser. Das mit dem Wasser hier hätte ich jetzt beinahe übersehen. Ja. Ja. Ich hätte hier halt echt gerne einen Zusatz-Kong gerade. Ich gebe es zu. Also das wäre schon wirklich. Das würde mich schwer begeistern, ja. Weil ich das halt auch wirklich nicht einfach finde hier. Ist halt wieder viele Wasseraufgaben so. Die eigentlich nicht so cool sind. So. So, warum zur Hölle sollte ich da runtergehen? Das verstehe ich nicht ganz. Nein, das war dumm. Das war dümmer. Aber nichtsdestotrotz gefunden. Oh nein, das ist der. Nee, wartet, was ist das? Das ist das, wo sich das alles dreht, ne? Okay. Ja, das wird halt relativ schwierig nach einer Zeit. Ah, ich bin in dem. Das darf ich halt nicht verpeilen, in welchem Fass ich bin. Ja. Aber das ist ein durchaus machbares Bonuslevel. 6 von 9. 6 von 9. Ich bin noch guter Dinge. Oh, das war so klar. Ey. Wisst ihr, ich drück gerade auf den Knopf. Und in der gleichen Sekunde sehe ich halt ihn. Ne? Ich sehe ihn so und denke mir, nein. Oh. Warum? Warum hast du diesen Knopf jetzt gedrückt? Das war doch fast schon. Das war auch dumm von. Ah, hat sogar funktioniert trotzdem. Geil. Kannst mich mal. So. Das gleiche gilt für dich. Du kannst mich auch mal. Die Sache ist ja auch durch. Denke den Hai. Boah, da hast du ja echt gar keine Chance. Okay, nimm das Puzzleteil wenigstens mit, dann hast du das. Jetzt will ich wissen, was es hierfür gibt. Jetzt will ich es einfach wissen. Jetzt will ich es wissen. Ich will es wissen. Ah, ich werd da gleich wieder rein. Ja, ist mir egal. Ich will jetzt wissen, was das bringt. Weil nicht. Es kann ja auch durchaus sein, dass die sagen, okay, das eine Puzzleteil, das stellen wir da so leicht hin. Dann denkt jeder, okay, das Puzzleteil hier an dieser Stelle. Ach nee, das ist ja gar nicht. Das Puzzleteil an dieser Stelle habe ich jetzt. Alles gut. Hat sich für mich erledigt. Ne? Ich kann jetzt nach Hause gehen und chillen. Aber die Wahrheit sieht dann eben ganz anders aus. Kann ja durchaus sein. Und das traue ich denen auch wohl voll zu. Ne, so ist das. Oh, du schaffst es einfach nicht, dich hier nicht treffen zu lassen von diesem Hai. Wie soll das gehen? Ich brauche da mehr Energie. Aber ich kriege ja keinen Zusatz-Kong. Daran haben sie ja gedacht. Dass ich ja keinen bekomme, dass ich ja keinen. Ach ja, oh Mann, diese Stelle ist auch doof. Apollo, jetzt beschwerst dich wieder über alles, ne? Na, es geht, aber. Ich hatte so ein paar Stellen, die ein bisschen langwierig sind. Oh, ich werde mich so ärgern. Das ist halt so die Sache. Ich weiß, dass ich mich voll ärgern werde. Ich hier nicht alles einsammle. Hm. Na, jetzt weiß ich's. Das ist halt der Punkt, ne? Jetzt weiß ich's.
Hey, schön. Ah ja. Ich verstehe. Ah, ne. Das ist auch schon wieder ganz schön tricky. Vor allen Dingen, es gibt ja auch so scheiß viele Puzzleteile. Sodass du ja auch immer glauben musst, okay, hier muss jetzt halt was sein. Was? Achso, okay, das ist halt gar nicht so lang. Acht von neun. Ey, krass, 8 von 9, das ist ganz schön gut. Boah, das war ein bisschen riskant, finde ich. 8 von 9 und wir haben noch nicht mal das N. Mhm. Das ist jetzt halt auch ein bisschen interessant. Aha. Okay, der macht die Dinger kaputt. Nein, oben kann ich jetzt gerade nicht lang. Das ist N. Hey, da ist das N. Und da unten ist das letzte Puzzleteil. Okay, das haben wir. Jetzt gib mir die Banane. Ich will jetzt wissen, was da... Nichts, okay. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ich wäre sowieso gestorben. Dann kann ich es auch ausprobieren. Außerdem hatten wir ja gerade... Checkpoint Schwein FTW. Und wir müssen unten nicht mehr lang. Aber so geht's nicht. So geht es nicht. Wir sollen halt... Ja. Wir sollen halt hier so zurückschwimmen. Das ist so die Sache. Weil unten kommst du halt an dem Kram vorbei. Und bekommst noch Luft dazu. Oh mein Gott. Das ist auch ein bisschen... Bisschen schwierig. Und warum sind denn hier schon wieder Unterwasserpassagen? Hatten wir darüber nicht gesprochen, Retro? Wir hatten doch darüber gesprochen, dass es langsam reicht. Ausreichend Wasser. Zu wenig von allem anderen. Okay, wenn wir jetzt nicht alle Puzzleteile hätten, würde das hier ganz schön verwirrend sein. Und man würde sich denken, oh mein Gott, wie kriege ich das denn jetzt alles zusammen, ohne zu sterben? Oh, mega fies. Ja, das lass mal eben aus. Das lasse ich erst ausscheißen hier. Das ist mir jetzt egal. Hallo? Bitte nach oben. Nach oben. Lass mich ins Ziel. Jetzt lass mich doch so. Lasse man mich in das Ziel. Vor allem, wo ist denn das Ziel? Ach, das geht. Das geht. Nein. Nein. Das geht. Wie kriege ich das denn? Ey, wann war denn der letzte Checkpoint? Oh, mega lange her. Oh, das Herz verlieren, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Oh, mega übertrieben krass. Was wollen die denn? Shit. Ein bisschen zu schnell. Aber das Level schließen wir 100% ab, außer es gibt noch ein Secret Exit. Das ist halt die Frage. Ja, das werde ich aber in Erfahrung bringen. Das ist jetzt nicht das Problem. So, jetzt habe ich gerade... Jetzt hat er Stress. Entschuldigt bitte, kurzer Schnitt, aber jetzt geht's weiter. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach, hier. Ja. Ich erinnere mich. Es wäre jetzt halt cool, wenn wir dabei keinen Gegentreffer kassieren und dann einfach das... Scheiße. Einfach das blöde Level beenden können, aber es sieht nicht danach aus, als wenn das jetzt was werden würde. Ich bin halt jemand, der gibt dann auch relativ schnell so die Hoffnung auf, ne? Wenn es nicht läuft, dann denke ich mir immer, okay, kannst du nicht schaffen. Aber das geht. Das hier ist machbar. Oh Gott, dammit. Es ist aber auch ein bisschen schwer. Ein bisschen schwer ist es. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich glaube, der Part wird ultra lang. Ich kann das gar nicht mehr abschätzen. Wenn ich euch jetzt sage, wie lange die Aufnahme schon läuft, dann müsst ihr natürlich bedenken, ne? Da wird ja noch ein bisschen was rausgeschnitten. Mit Nachholen und bla. Aber die Aufnahme läuft jetzt schon über 50 Minuten. Damit man mal eine Vorstellung hat, wie lange ich tatsächlich an so einem Donkey Kong Part hier sitze. Das zieht sich manchmal doch ganz schön.
Ist schon krass, weil normalerweise, ne, 50 Minuten, da hättest du jetzt, boah, würdest du jetzt auf jeden Fall zwei Parts, eher drei, also drei Parts hättest du daraus ja schon gemacht. Und ja, da hätte ich drei Videos, das wäre halt mega krass, ne, für drei Tage hätte ich Videomaterial, aber wir hätten halt in drei Tagen so gut wie nichts geschafft. Das ist halt so das Gegenargument. Und ja, weiß ich auch nicht, was jetzt momentan eigentlich cooler gewesen wäre oder cooler ist. Ich muss ja immer noch sagen, ich finde das System des Rausschneidens mittlerweile halt echt gut. Weil, ja, man... Nein. Man kommt halt viel weiter. Übrigens, wenn ich jetzt nochmal hier failen sollte, schneide ich bis zu dieser Stelle. Ist halt auch für mich total angenehm. Es ist halt so geil angenehm. Es ist so, ah, oh, schön. Einfach, oh, komm, nimm mich jetzt hier ein bisschen auf. Ohne zu kommentieren, mal spielen. Das ist auch ein bisschen krass. Man kann sich voll aufs Spiel konzentrieren und so. Dann läuft's. Man muss es leider auch mal so sagen, dann läuft es meist wirklich besser. So, ich weiß halt auch nicht, wie ich das G holen soll, ne? Ich weiß es nicht. Da wird ein Secret Exit sein. Da wird ein Secret Exit sein, oder? Ja. Und an diesen Secret Exit komme ich als Normalsterblicher nicht ran, außer es ist so, dass ich die Bananen erst einsammeln muss. Aber das bezweifle ich jetzt eigentlich. Ja. Da brauchst du Dixie für. Da brauchst du Dixie für. Jetzt wollt ihr mir sagen, das wird... Nein! Nein, da wollte ich doch nicht... Ich habe das G doch noch nicht. Ah, jetzt kann ich es aber nicht mehr ändern halt, ne? Schön. Schön, schön. Schön. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. So wird aus dieser über 55 Minuten momentan Aufnahme wird einfach mal über eine Stunde für diesen Part. Ja. Ich muss mit Dixie da hinten hinkommen. Ich glaube auch, dass ich nur mit Dixie das G kriege. Das kommt auch noch dazu. Das würde halt Sinn machen. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich sammle den Rest. Ihr seht das gleich. Und ja, ne, viel Spaß. So, jetzt geht die Quest ums G los. Und wir haben das G. Wie geil ist das denn? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier den... Secret Exit machen, ne? Und das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein, denn mit Dixie, ja. Wie gesagt, das Fiese ist halt einfach nur, wenn du stirbst, ne? Kannst du alles nochmal neu machen. Das ist halt ein bisschen, ja, grenzwertig, ne? Wie das eben so ist. Aber wir haben es geschafft, Leute. 100% in diesem Level. Gut, 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 gut. Hat auch, ja, doch, hat ein bisschen gedauert, aber... Naja, komm, ne? Das sei mir jetzt mal auch an dieser Stelle gegönnt, dass man mal ein bisschen länger braucht und so. Ich meine, es ist Welt 5, ne? Es ist nicht mehr einfach. Es ist nicht mehr einfach, muss man einfach so sagen. Damit haben wir aber auch schon die beiden Secret Exits in dieser Welt und das sieht doch ganz gut aus, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.